Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games dieser Welt und aktuell bin ich gerade bei K, sowie Kung Fu Heroes. Kung Fu habe ich gestern gezockt, heute ist dran Kung Fu Heroes. Ich kenne das Spiel wie so oft gar nicht und spring einfach gleich mal rein. Kung Fu Heroes. Ich habe gerade gelesen, der erste Teil der Kung Fu Heroes Serie. Da gibt es anscheinend dann später noch mehr Teile, die mir wohl alle entgangen sind. Schande über mich. Okay, Start. Okay, ich bin der hier und ich kann boxen. Okay. Kann ich treten auch? Nein, ich kann nur boxen. Aha. Kann ich den fertig machen da? Aha. Er kann diese Steine zerschlagen. Kann ich das einsammeln da? Das einsammeln? Ja. Jawohl. Ja, die Steuerung ist ein. Was? Ist das ein Mario-Sound gewesen? Verdammt, das war doch ein Mario-Sound. Die Mario-Sounds geklaut? Es ist schon ein bisschen. Naja, ich weiß nicht. Bin mir noch nicht sicher, was ich davon halten soll. Es ist ein bisschen albern. Und warum hat die B-Taste keine Funktion? Start ist Pause und Select bringt gar nichts. Okay. Hm. Was ist jetzt los? Kann ich das schon durchgehen oder was? Aha. Level clear. Okay, ich muss nur genug Leute verdreschen, dann komme ich ins nächste Level. Gut zu wissen. Und okay. Stage 2. Hm, ganz andere Grafik. Was ist das für ein Zeug? Ah, okay. Das darf ich nicht. Das killt mich. Okay. Da ist einer mit Speer. Den muss ich dann also von unten killen. So, da. Oh je. Yeah. Wenn er auf die Schnauze kriegt. Come on. Ich glaube, das ist generell eine gute Taktik, immer von unten anzugreifen. Ah, ich wollte auch eh flüchten. Mist. Schaut ein bisschen wie Eric Cartman aus, der mit dem Speer hier aus South Park, oder? Hat doch irgendwas von Cartman. Ah, es ist gar nicht mehr so leicht. Aber es ist ziemlich langweilig. Vielleicht ist es zur Zeit besser. Kann sein. Aber kann irgendwie gar nichts. Vielleicht muss ich mehr von diesen Extras einsammeln. Sind echt Mario Sounds. So dreist. Aha, wo bin ich jetzt? Ah, da. Aha, jetzt kann ich schießen plötzlich. Okay, das zahlt sich natürlich aus. Geld. Was bringt mir Geld außer Punkte? Ah, jetzt kann ich mit B auch was machen plötzlich. Wow. Cool. Voll aufgepowert. Exit. Neo, gib mir ein Exit. Morpheus, gib mir ein Exit. Oh ja. Okay, naja, ging ja schon besser. Es gibt Sachen zum Einsammeln, also bin ja schon ein bisschen glücklich, wenn es Sachen zum Einsammeln gibt. Es gibt Punkte. Also, es könnte alles noch viel schlimmer auch sein. Uah, da muss ich weg. Von hinten habe ich den da zerstört. So, da. Geh weg da, weg mit dir, weg, weg. Ah, jetzt hat er mich erwischt. Jetzt habe ich natürlich alles verloren. Und Superfähigkeiten, oder? Ja. Nein, habe ich nicht. Ich kann immer noch den hier machen. Oh ja, oh ja. Angriff! Angriff! Ja damit! Ein Geld! Ah, wieso sind die so stark? Muss ich da mehr diesen Drehangriff machen wahrscheinlich? Von hinten? Jawohl!
Nein, jetzt genau dreht er sich um. Ah. Den muss ich noch zerstören. Steht das irgendwo? Sehr gut. Come on, den will ich auch noch. Boah, das war knapp. Hm. War was drin irgendwo? Ne? Ja, Exit! Exit, 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 Exit zu Stage 3. Ja. Level 3. Die ersten 5 Minuten sind auch schon um. Jedes NES-Game immer 5 Minuten, immer 10 Minuten. So. Was ist denn das für einer? Hallo? Geh weg von mir. Das ist, du sollst weggehen. Ich mag dich nicht. Ah, deswegen habe ich das nicht gecheckt mit dem Drehkick am Anfang, weil den Drehkick kann ich nur machen, wenn ich nach vor drücke. Okay. Ah ja. Ah ja. Okay, kann ich den da drehkicken? Nein, der hat mich erwischt. Tschüss. Ah, wie viele muss ich denn da noch killen? Ob ich noch ein Level schaffe? Versuch's. Ah, ein Leben. Ja, ich brauch das. Was ist das Schönes? Nein, 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 nein. Na, aber ich habe noch ein Leben, oder? Ja. Wo bin ich? Wo bin ich? Ich sehe mich nicht. Verdammt, da bin ich. Oh ja. Und rein ins Ziel. Puh, noch eine Stage geschafft. Unglaublich. Stage 4 schon. Vielleicht sehe ich da jetzt einen Endpass? Nö. Wahrscheinlich kommt der nach Stage 4. Wäre so der Klassiker. Geh weg, 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 weg. Jawohl. Nein, wieso? Wieso hat mich der gekillt jetzt? Gibt's irgendwas? Ah, ich kann die doch zerstören. Gut zu wissen. Endboss, 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 Endboss. Oh oh. Oh oh. Jawohl. Ja, der hat mich niedergeburnt. Wie kann ich den fertig machen? Hä? Wo ist er jetzt hin? Ist er sich wieder verduftet, der Endgegner? Hä? Ah, das kann man auch zerstören. Gut zu wissen. Alles kann man hier zerstören. Ups. Batz. Na, geh weg von mir. Jetzt muss ich das aber... Sehr gut, das Timing von mir wird auch immer besser. Das Selbstloben hier. Und zack. Und rein. Stage clear. Na, wer sagt's denn? Bin schon fast bei 10 Minuten, aber macht nichts. Ich mache noch ein bisschen weiter. Mal schauen. Allzu viel Leben habe ich eh nicht mehr. Boah, der schießt ja. Und ich bin ins Wasser gefallen. Ich trottel. Okay, jetzt wird's schon schwer. Jetzt schießen sie schon auf mich. Wer bringt denn zu einem Karate-Kampf eine Waffe mit? Finde ich ein bisschen unfair. Tja, Jackie Chan würde es ihnen einfach aus der Hand reißen. Gibt es auf YouTube übrigens eine Doku über Jackie Chan? Sollte man sich anschauen. Ist super.
Ja, okay, Game Over. Doch recht weit gekommen bis Stage 5. Also lasse ich mal gelten für mich. Ist gar nicht mal so übel. Vielleicht macht es zu zweit schon Spaß. Könnte mir vorstellen, dass es zu zweit noch mehr Spaß macht. Allein ist es okay. Am Anfang fand ich es echt mies, aber wenn man sich mal ein bisschen reingefuchst hat in die Mechanik und es ist doch ein bisschen eine Abwechslung auch dabei. Also kann man zocken. Kann man zocken, okay. Bewertung ist, kann man zocken. Ja, ansonsten, was gibt es sonst noch? Da drüben könnt ihr noch jede Menge Zeug von mir schauen. Über 300 NES-Games habe ich schon gezockt. Wenn ihr nichts versäumen wollt, dann da unten abonnieren. Ich freue mich immer über einen Daumen hoch und Kommentare, Leute. Wenn ihr irgendwas Wissenswertes zu Kung Fu Heroes sagen könnt, dann haut mir das bitte in die Kommentare. Ich diskutiere da gern mit euch. Ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.